Sehr herzlich begrüße ich Sie zu unserer Begegnung mit Herrn Professor Lino Guzella im Gespräch mit Herrn Werner van Kent. Der begonnene Klimawandel, in den Worten von Herrn Guzella, eines der komplexesten Probleme, die wir Menschen je lösen mussten. Notwendig ist dazu das Überwinden von Denkbarrieren. Braucht es ein Wunder oder eine Katastrophe, damit das geschieht? Vor einem internationalen Gremium sagte Herr Guzella: "I believe that humans are much, much more clever than some people believe." Hierüber dürfen wir von den beiden Herren heute mehr erfahren. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, hier oder von zu Hause, und ich freue mich darauf. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für diese Gelegenheit. Meine Damen und Herren, vielen Dank dafür, dass Sie einen schönen Sonntagmorgen für diese Zwecke einsetzen. Ich schätze es sehr, mit Ihnen darüber reden zu können, die Fragen, die wir nachher anschauen werden. Das Zitat, das Sie da genannt haben, Herr Fischer, hatte ich nicht mehr im Kopf, aber ich bin immer noch fundamental überzeugt davon, die Menschen sind extrem intelligente Lebewesen, und wenn man es richtig anpackt, werden wir auch diese Krise überwinden können. Energie, ein paar Bemerkungen zum Beginn, ist eine der Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben. Das tönt pathetisch. Ich werde nachher versuchen, an einem kleinen Beispiel Ihnen das zu beweisen, ist das falsche Wort, aber zu näher zu bringen. Viele Staaten, die Schweiz, OECD-Staaten, haben eine ausreichende Energieversorgung für ihre Bevölkerung. Aber denken Sie daran, über 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu Elektrizität. Über 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu Elektrizität heute. Und viele andere Milliarden sind wir noch unterversorgt mit Energie. Im Moment ist diese Energieversorgung zu über 80% auf fossilen Energieträgern basierend. Wir werden diese Zahlen genauer anschauen. Das ist einer der großen Probleme, weil natürlich die Verbrennung, die Umwandlung dieser Energieträger in nutzbare Energie erzeugt CO2, das früher im Boden war. Ganz früher war es in der Atmosphäre, dann wurde es in den Boden verfrachtet und wird heute wieder in das Klima, in die Atmosphäre rausgelassen. Und diese steigende Konzentration verändern das Klima. Also es gibt keinen Zweifel, nicht den kleinsten Zweifel, dass Menschen den Anstieg von CO2 verursachen und zweitens, dass dieser Anstieg von CO2 das Klima verändert hat und verändern wird. Das muss irgendwie eine Basis sein, über die wir anfangen, miteinander zu diskutieren. Diese Fragen sind wissenschaftlich geklärt. Ich habe es ein bisschen grau dargestellt. Verbrennungsprozesse, wenn man sie nicht richtig macht, können lokal Schadstoffe erzeugen, die toxisch sind für den Menschen, also Partikel zum Beispiel, Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, andere giftige Sachen, die uns unmittelbar selbst krank machen. CO2 an sich ist kein Giftstoff. Die Natur braucht CO2, weil sonst würde die ganze Photosynthese nicht funktionieren. Aber Stickoxide braucht die Natur nicht und wir erst recht nicht, also Dieselskandal zum Beispiel. Das ist für mich ein Nebenthema, müssen wir heute nicht diskutieren, aber im Wesentlichen wissen wir Ingenieurinnen und Ingenieure, wie man solche Prozesse sauber führt. Man kann heute Motoren bauen und sie werden auch gebaut, Sie können sie kaufen, da kommt hinten weniger Dreck raus, als vorne reingegangen ist. Also ein guter, moderner Diesel ist eine Luftreinigungsmaschine und nicht eine Luftverdreckungsmaschine. Aber natürlich, wenn man Skandale macht und bescheißt, auf gut Deutsch gesagt, dann kommt das nicht gut natürlich. So, aber das wollen wir nicht anschauen. Zum ersten Punkt, ich möchte Ihnen beweisen, dass Energie eine wesentliche Voraussetzung ist für unser Leben. Sie haben alle die Bibel im Kopf, du sollst dein Brot verdienen im Schweiße deines Angesichts. Heute schwitzt niemand mehr. Ich mache immer die gleiche kleine Umfrage. Wer hat heute schon Brot und Gipfeli gegessen? Wer von Ihnen hat heute schon geschwitzt für das? Eine, gut. Das ist ungefähr eine richtige Verteilung, weil es ist tatsächlich so, in entwickelten Industrieländern ist etwa die Landwirtschaft 2-3% der Bevölkerung, die das macht, oder? Wieso können 2-3 von 100 Menschen uns alle mit fantastischem Brot versorgen, ohne dass wir schwitzen? Ganz einfach. Wenn Sie Brot anschauen, dann hat das etwa 230 Kilokalorien pro 100 Gramm. Wissenschaftlich sind das 10 Megajoule.
Das braucht in der Landwirtschaft etwa 200 Liter Diesel pro Hektare. Eine Hektare macht etwa 4 Tonnen Weizen. Dann brauchen Sie noch Diesel, um das zur Mühle zu bringen. Sie müssen das Korn mahlen. Sie müssen es backen, dann das Brot. Sie müssen es im Laden ausstellen und so weiter. Dafür brauchen Sie elektrische Energie. Das sind alles grobe Abschätzungen. Wenn Sie die elektrische Energie aus zum Beispiel Erdgas machen, mit den bestmöglichen Maschinen, die wir heute zur Verfügung haben, 60% Wirkungsgrad, dann stellen Sie fest, Sie haben etwa 10 Megajoule fossile Energie reingesteckt, um 10 Megajoule für ein Kilogramm Brot zu machen. Also wenn Sie jemals, wenn Sie Brot essen, essen Sie nicht Sonne, essen Sie nicht des Bauers Schweiß, sondern Sie essen Erdgas, Kohle oder Erdöl im Wesentlichen. Aber dafür musste niemand schwitzen. Das ist diese große Überlegung, die wir unbedingt wieder, immer wieder estimieren müssen. Wir haben ein gutes Leben, weil wir Technik, Wissenschaft und eben Energie in Fülle zur Verfügung haben. Das ist in der Schweiz ganz eindeutig so gewesen. Sie sehen, bis 1950, also kurz nach Krieg, war die Schweiz etwa bei 100.000, egal was das ist, Terajoule pro Jahr. Und dann nach dem Krieg kam dieser exponentielle Wachstum, bis wieder eine Sättigung reinkam. Das ist also dieser Unterschied zwischen 100.000 und knapp 1 Million Terajoule pro Jahr. Das ist der Unterschied zwischen einer agrarischen Gesellschaft, wo man noch schwitzt für das Brot, und einer modernen Gesellschaft, wo man im Wesentlichen ein gutes Leben hat. Wir kommen nachher drauf auf die einzelnen Farben, die Energieträger, die das sind. Das ist die Schweiz, die hat diese Entwicklung durchgemacht. Wo ist die Welt? Die Welt ist eben noch nicht dort. Die Welt ist, wenn Sie das anschauen hier, die Welt ist in dieser Phase. Oder? Wir sind also noch weit weg von einer Sättigung, wo die stattfindet, weiß im Moment noch niemand. Wir sind noch immer in dieser rasanten Anstiegsphase drin. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen. Die Schweiz hat es durchgemacht, darum ist es relativ einfach, von unserem Niveau her Lehrmeister zu sein. Die Welt hat es noch nicht durchgemacht. 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu Elektrizität. 2-3 Milliarden Menschen haben nicht Zugang zu ausreichend in anderen Energieformen. Die wollen das aber auch, weil die wollen auch nicht schwitzen. Und sie haben ein Recht dazu. Also irgendwelche Haltungen, dass da die entwickelnden Länder sich halt einfach einschränken müssen, ist eine sehr, sehr gefährliche Haltung. Das liegt an zwei Sachen, wieso dass dieser Anstieg ungebremst ist. Der eine Anstieg ist hier in einer ein bisschen längerfristigeren Perspektive dargestellt. Sie sehen die Entwicklung der Weltbevölkerung. Vorindustriell war die Welt irgendwie knapp 1 Milliarde. Dann ging es langsam hoch und danach aus der Industrieentwicklung kam, besonders aber nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Fortschritten in der Medizin, Kindersterblichkeit vor allen Dingen, gab es praktisch ein lineares Wachstum. Und die UN, also die Vereinigten Nationen, die schätzen da irgendwie in diesen drei Varianten, wahrscheinlichste ist diese Medium Variant, dass wir Ende des Jahrhunderts auf 11 Milliarden Menschen sein werden. Wir sind knapp 7,8 heutzutage. Es kommen also noch einmal ganz bestimmt 2-3 Milliarden dazu. Und von den heutigen knapp 8 Milliarden haben vielleicht nur 3 Milliarden den Lebensstandard, den wir haben. Und die anderen 4 wollen das auch. Also mindestens eine Verdoppelung ist des Bedarfes, ist abzuschätzen. Und übrigens, das ändert sich nicht mehr, oder? Das ist gegeben. Demografie ist klar, die ist etwas, was man sehr gut planen kann. Nun, woher kommt diese Energie? Sie sehen hier wiederum etwa die gleiche Darstellung, vorindustriell bis heute. Vorindustriell war es vor allen Dingen Biomasse, traditionelle Biomasse, Holz, Torf, Dung, solche Geschichten. Und das ist natürlich etwas Hochgefährliches. Wenn Sie jemals schon in einer Hütte, in einem geschlossenen Raum ein Feuer gemacht haben und darauf irgendein Maisbrei gekocht haben, dann wissen Sie nachher, was gesundheitsgefährdende Lungenbelastungen sind, partikelmäßig. Und ich muss Ihnen sagen, das ist immer noch der viertwichtigste Energieträger der Welt. Es sind immer noch diese sehr schädlichen Energieträger. Die drei wichtigsten sind natürlich Öl, Kohle und Erdgas. Also wenn Sie von hier bis hier schauen, das sind die Weltdaten, sind das fossile Energieträger. Das sind Energieträger, die eigentlich abzuschaffen wären. Und dann kommen erst die nächsten. Wasserkraft, das ist dieses hellgrüne. Kernkraft, das ist das rote. Wind, das ist das grüne. Und den Rest sehen Sie mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Das ist die Realität. Das ist die Realität heute. Wir können alle wollen, dass das nicht so wäre. Es ist aber so.
und ein Wechsel von dieser Realität in eine andere Zukunft, wo wir hier keine traditionellen Biofuels mehr haben und wo wir vor allen Dingen Wasser, Wind und Solar haben, streben wir an, ist anzustreben. Aber Sie sehen, wie sich das entwickelt hat, oder? Das geht nicht in 10 Jahren, das geht nicht in 5 Jahren, das geht sehr wahrscheinlich auch nicht in 50 Jahren, wenn man das ehrlich anschaut. Das sind die wesentlichen Fragen, die wir miteinander diskutieren sollten. Natürlich, wie gesagt, wir verbrennen fossile Energieträger, das stößt CO2 aus. Das sind Milliarden Tonnen CO2, die pro Jahr ausgestoßen werden, eine viel kürzere Perspektive, darum ist der Anstieg nicht so großartig, aber es ist ein stetiger Wachstum. Nein, hier hat es mal etwas gegeben. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Lehman Brothers, oder? Massiver Einbruch des Umsatzes, der Wirtschaftsleistung. Also eine garantierte Methode, um den CO2-Ausstoß der Welt zu reduzieren, ist die Welt ärmer machen. Es funktioniert. Wir fliegen weniger, wir reisen weniger, wir konsumieren weniger und so weiter. Es funktioniert. Die Frage ist nur, will die Welt das? Die Welt will das normalerweise eben nicht. Die Welt will mehr konsumieren und gleichzeitig weniger CO2. Und das ist die große Schwierigkeit. Die Wissenschaft, die Technik kann Ihnen das nicht so schnell bieten. Es braucht viel Erfahrung und viel Zeit noch, um das zu entwickeln. Das gibt aber Konsequenzen, es gibt Probleme. Sie sehen hier 2 Szenarien, wie sich das entwickeln wird, die Welterwärmung und hier die Schweiz, die Auswirkungen auf die Schweiz. Ende Jahrhundert, also 2 Szenarien, ein sehr rigides, also im Wesentlichen das 2-Grad-Szenario. Und hier ein Business-as-usual-Szenario. Und Sie sehen, wie die Anzahl Hitzetage massiv zunehmen wird und die Temperatur sich auch natürlich entwickelt. Ist keine Frage, dieser Verbrauch an CO2, dieser Ausstoß an CO2, nicht Verbrauch, Entschuldigung, dieser zusätzliche Ausstoß an CO2 erwärmt unser Klima. Nun, die Welt stößt so viel CO2 aus, das ist die Schweiz. Einfach damit wir auch die Relationen sehen. Wenn wir also die Schweiz abschaffen, würden wir so viel CO2 sparen. Es ist nicht ganz korrekt, was ich sage. Wir würden so viel CO2 sparen. Weil die Schweizer sind die Schweizerinnen, muss ich hier auch sagen, und die Schweizer sind in der extrem privilegierten Lage, dass wir etwa eine zweite Schweiz irgendwo anders haben. Also wir importieren so viele Objekte, so viel Wohlstand, so viele Verbrauchsgüter, und die bei der Erzeugung wir CO2 produzieren natürlich, das vom Ausland kommt und das wird nicht in unsere Bilanz reingerechnet. Also wenn man die CO2-Bilanz der Schweiz inländisch anschaut, sieht es noch relativ gut aus. Viel besser als Amerika oder so zum Beispiel. Wenn man ehrlich ist, sind wir doppelt so schlecht, wie wir es eigentlich glauben. Aber immer noch, 2 solche Vierecke sind natürlich im Vergleich zu dem nichts. Und darum ist meine Aussage, es nützt nichts, dass wir uns selbst kasteien und unser Geld irgendwie ausgeben, nur damit wir möglichst CO2-neutral werden. Wir sollten das Problem global angehen. Weil CO2 ist nicht ein Schweizer Problem. CO2 ist nicht ein europäisches Problem. CO2 ist ein globales Problem. CO2 bleibt extrem lange in der Atmosphäre, bis es wieder irgendwie absorbiert wird. Und darum müssen wir globale Lösungen finden. Sonst haben wir unser Geld ausgegeben, keine Wirkung erzielt und dann haben wir unser Geld verpufft. Und wir können nur 1 Franken einmal ausgeben. Und jetzt kommt eben ein bisschen das Provozierende. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, aber ich ärgere mich schon manchmal, wie viel nicht wahr umgegangen wird mit dieser Situation. Der Herr Trittin sagt Ihnen sicher noch etwas, war Bundesumweltminister 6 Jahre lang, da bei den Grünen, nicht wahr? Und man hat ihn immer wieder darauf angesprochen, Herr Trittin, was kostet die Energiewende? Und er hat gesagt, es bleibt dabei, also hat ein paar Mal darüber nachgerechnet. Das kostet 1 Euro pro Monat pro Haushalt, die Energiewende. So viel wie eine Kugel Eis. Das ist dieser berühmte Kugel-Eis-Vergleich. Nun, es gibt Studien, die zeigen, das kostet, also diverse Studien, nicht wahr, irgendwie zwischen 28 Euro und 66 Euro pro Monat. Ich traue keiner Studie, die ich nicht selber gefälscht habe. Das ist eine Plagiat von Winston Churchill, der die Statistiken gefälscht hat. Also ich habe mal überlegt, wie könnte ich ganz einfach abschätzen, was stimmt da? Da habe ich mal die Preise der Elektrizität in den europäischen Ländern angeschaut. Führend ist Dänemark und Deutschland, ganz billig ist es in Bulgarien. Und dann habe ich 2 Länder miteinander verglichen. Natürlich Deutschland, die Energiewende kostet 1 Kugel Eis pro Monat. Und ein gleichwertiges Land, ein gleich industrialisiertes Land, das ist Frankreich. Und Sie sehen, Frankreich zahlt 18 Euro Cent für die gleiche Energiemenge.
eine Kilowattstunde Strom. Und wenn Sie das jetzt ausrechnen, ein Haushalt braucht 4000 Kilowattstunden pro Jahr, mal die Differenz, das sind 12 Euro Cent, das gibt 480 pro Jahr, gibt 40 Euro pro Monat. Und Sie sehen, das stimmt ziemlich genau mit diesen Zahlen, die da diese wissenschaftlichen Studien herausgefunden haben. Das stellt sich natürlich die Frage, wieso hat man so teure Studien gemacht, wenn man es auch billiger haben könnte. Aber das ist eine andere Frage. Jetzt können Sie mir sagen, 40 Euro ist nicht viel. Nein, 40 Euro ist nicht viel. Wobei, wenn Sie ein Hartz-IV-Haushalt sind und spitz kalkulieren müssen, ist vielleicht 40 Euro doch nicht ganz so wenig. Aber lassen wir das mal sein, diese Diskussion. Aber was mich fundamental ärgert, der Mann hat doch das auch gewusst. Er muss doch Berater gehabt haben. Man lügt die Leute an. Und was passiert, wenn man die Leute anlügt? Wenn man sie für blöd hält? Sie sind nämlich nicht blöde. Die Menschen sind intelligent. Dann ärgern sie sich und wählen das nächste Mal, ich sage es jetzt ganz direkt, AfD. Oder Trump. Oder irgendetwas anderes. Und darum bin ich ganz fest überzeugt, ein ehrliches, transparentes, engagiertes Umgehen mit der Bevölkerung ist das A und O, wenn man diesen schwierigen Schritt machen will, der extrem schwierig ist, aber den wir machen müssen. Ganz bestimmt ist es der falsche Ansatz, den gewisse Politiker und Politiker haben. Man muss die Leute halt führen, man muss sie Illusionen machen. Nein, man muss den Leuten die Wahrheit sagen. Vielleicht bin ich völlig falsch gewickelt, aber ich bin fundamental davon überzeugt. Nächstes Beispiel ist die Schweiz, ein bisschen näher zu Hause. Sie sehen hier, ja, Saisons, das sind übrigens alle Zahlen, die ich verwende, sehen Sie da unten, die Quellen sind immer offizielle Zahlen. Bundesamt für Energie, Verbraucherschutz Deutschland, ich verwende also nicht irgendwelche dubiosen Quellen, sondern ich versuche wirklich staatliche anerkannte Quellen zu benutzen. Sie sehen hier die Schweiz, das Schwarze ist, was wir verbrauchen an Strom. Im Winter viel, im Sommer wenig. Und diese Balken hier, das ist die Produktion, was wir in der Schweiz produzieren. Ganz wenig thermische Kraftwerke, das sind vor allen Dingen Abfallverbrennung. Dann Kernkraft und Wasserkraft. Und das Dilemma sehen Sie natürlich sofort. Im Winter produzieren wir wenig, brauchen aber viel. Wir importieren das. Und das ist je nach Winter natürlich anders. Wenn Sie einen milden Winter haben, ist ein bisschen weniger diese Tendenz. Und je nachdem, wie wir sie hier produzieren, haben Sie auch andere Darstellungen. Aber zwei Sachen passieren. Das Gelbe wird verschwinden. Wir haben ja in der Abstimmung 2017 beschlossen, Kernkraft auslaufen zu lassen. Wir haben immerhin beschlossen, die Kraftwerke so lange laufen zu lassen, wie sie noch gut sind. Wie sie noch sicher sind, oder? Die Deutschen haben ja beschlossen, sofort abzustellen. Aber es ist klar, das Gelbe wird wegfallen. Und meine Damen und Herren, wenn das Gelbe wegfällt, dann fehlt uns in einem strengen Winter so viel, die Hälfte. Im Sommer haben wir zu viel, im Winter haben wir zu wenig. Ich zeige nachher noch gleich das Beispiel, wie das kommt oder woher das kommt. Aber ist Ihnen das bewusst? Die Schweiz wird immer abhängiger vom Import, genau dann Strom, Winter, wenn die anderen es eigentlich auch selber gerne hätten. Und wir haben gesehen in der Corona-Krise, wenn es wirklich mal eklig wird, dann ist der nationale Egoismus halt immer noch sehr dominant. Nun eben, das ist alles doch kein Problem, Gutzella, du bist einfach doch so ein alter, verbockter Ingenieur, der nicht sehen will, dass wir doch die Lösung parat haben. Du musst nur Solarzellen auf dein Dach schrauben. Ich habe übrigens nicht Solarzellen, sondern solarthermische Anlage für ihr Buch, studiere das ganz intensiv. Meine Frau, die lacht mich immer wieder aus, wenn ich da in den Keller runterrenne und an irgendwelchen Schaltern rumfigerätle. Also, wir kleben doch einfach genügend Photovoltaikzellen auf unser Dach und dann ist alles kein Problem mehr. Es gibt ja Häuser, nicht wahr, die machen plus Energie. Dieses ist nicht dieses Haus, das ist ein Symbolbild. Aber es gibt Häuser, da habe ich Zahlen rausbekommen, die haben also 8500 Kilowattstunden pro Jahr gemacht und nur 8264 Kilowattstunden pro Jahr gebraucht. No problem. Und dann bin ich nachgegangen und habe gefragt, zeig mir mal den Monatsertrag und Verbrauch. Und dann sieht das eben so aus, nicht wahr? Das ist der Verbrauch, wie viel Strom Sie brauchen. Natürlich im Winter, Januar, Februar viel, weil Sie haben vorbildlich Wärmepumpe. Dezember, November auch. Und das ist die Stromproduktion, das ist im Juni, Juli. Und dort braucht es kein Mensch, weil der Stromverbrauch dort ungefähr so groß ist. Oder? Sorry, das ist einfach Dichtung. Das ist gelogen. Ein Plus-Energiehaus ist erst dann ein Plus-Energiehaus, wenn es die Leitung durchgeschnitten hat. Ich frage immer, hast du noch einen Anschluss an die Gemeinde, Elektrizitätsversorgung? Selbstverständlich. Dann bist du kein Plus-Energiehaus. Nur wenn die Leitung abgeschnitten ist, dann glaube ich dieser Behauptung. Und es passiert die verrücktesten Sachen, vielleicht wissen Sie das. Oder? Die Strompreise sind in gewissen Zeiten im Sommer negativ.
Es gibt also Momente, wo hier in diesem Moment die Kraftwerke Ihnen was zahlen, wenn sie Ihnen Strom abnehmen. Was passiert dann? Die SBB sagt gerne und heizt damit die Weichen. Die haben so Widerstandsheizung in den Weichen, damit sie im Winter nicht einfrieren. Und im Sommer können sie die Weichen aufheizen und den Strom abnehmen und damit Geld verdienen, indem man Strom kaputt macht. Das sind ja die Perversitäten, die dann da rauskommen. Wir können jetzt ewig lang diskutieren, diese Spitze sollte man natürlich umwandeln, jawohl, in flüssige Energieträger, die man dann im Winter verbrennen kann. Diese ganze Umwandlung ist extrem kompliziert. Mit Batterien funktioniert das nicht. Auch das können wir nachher vielleicht noch, wenn Sie das möchten, diskutieren. Also, Dichtung und Wahl, das letzte Beispiel, dann habe ich es dann genügend hoffentlich überzeugt. Das ist das Bundesamt für Energie, also auch wieder eine offizielle Darstellung. Die haben im Jahr 2016 einen Windatlas publiziert. Windkraft, also das Potenzial der Schweiz, je roter, je dunkler, desto mehr Wind. Natürlich der Jurabogen ist sehr geeignet, aber auch gewisse Täler da im Bündnerland, da im Wallis gibt es sehr gute Orte, sogar auch hier im Zürichgebiet, da St. Gallen, Thurgau. Das ist der Windatlas 2016 und dem habe ich den Obertitel Dichtung gegeben. Und dann habe ich den Windatlas 2019 mir beschafft. Und da ist die Schweiz deutlich weniger rot geworden, deutlich heller. Es ist die gleiche Behörde, der gleiche Windatlas, die gleiche Darstellung. 2019, dieser Windatlas. Was ist geschehen dazwischen, meine Damen und Herren? Wir hatten im Mai 2017 eine Abstimmung zur Energiestrategie. Genau. On y soit qui mal y pense, oder? Mais moi, je pense mal. Mais moi, je pense mal. Das ist nicht gut, meine Damen und Herren. Das macht man nicht, das ist unanständig. Ja, einfach unanständig. Gut, mein Idol. Naja, man soll keine Idole haben. Wenn ich eins habe, dann ist es der Richard Feynman gewesen. Damit eine Technologie wirklich funktioniert, muss man einfach der Realität über der Public Relations, Politik, mediale Darstellung, muss man den Vorgang geben. Because nature cannot be fooled. Weil man die Natur nicht scheißen kann. Wunderschöner Satz, oder? Das hat er gesagt, als er Mitglied war der Rogers Commission, vielleicht erinnern sich noch Challenger. Space Shuttle ist ja vor den Augen der Welt in die Luft geflogen. Was ist geschehen? Die NASA wollte unbedingt diesen Space Shuttle in die Luft bringen, obwohl die Ingenieure gesagt haben, nein, man darf es nicht machen, es ist zu kalt. Die O-Ringe sind nicht dicht genug, da wird Wasserstoff austreten und das ist alles passiert. Man wusste alles genau, oder? Aber die Public Relations haben Precedence over die Technologie gehabt und dann hat man dieses Chaos gehabt. Ich schließe mit dieser Folie, ist eine meiner Lieblingsfolien, ist uralt, aber ich finde sie immer noch wahnsinnig gut, wo ich Ihnen den Unterschied zwischen dem Wert und der Preis von Energie versuche zu erklären. Wenn Sie so auf einem Velo sitzen, dann machen Sie etwa 100 Watt Leistung. So ein Ergometer, natürlich ein Cancellara macht kurzfristig über 1 Kilowatt, aber so ein normaler Mensch wie Sie und ich, da drauf sitzen eine Stunde lang, machen Sie etwa 100 Watt Dauerleistung. Jetzt. Wenn Sie 1000 Wattstunden elektrische Energie kaufen, da beim EW kostet das weniger als 30 Rappen, aber nehmen wir mal 30 Rappen an. Und jetzt, um die gleiche Menge an Energie zu machen, müssen Sie also diese Leistung mit einer gewissen Zeit multiplizieren. 100 Watt ist Ihre Leistung. Um auf 1000 Wattstunden zu kommen, müssen Sie 10 Stunden arbeiten, oder? 100 Watt mal 10 Stunden gibt 1000 Wattstunden, eine Kilowattstunde, die kostet 30 Rappen. Das heißt, Ihr Stundenlohn, wenn Sie auf dem Velo hocken, ist 3 Rappen. Gibt dieses wunderschöne Beispiel, ein Patrizier im Römischen Reich hatte ein Leben, das war nicht viel unangenehmer, als Sie und ich es führen. Aber dieser Patrizier hatte ungefähr 20 Energiesklaven. 20 Menschen, die nichts anderes taten, als für ihn auf dem Velo hocken, oder? All die Energie bereitzustellen. Wir können alle leben mindestens so gut wie ein römischer Patrizier. Super, ich will das. Wir sollten alle Gedichte machen, über Philosophie nachdenken, Musik machen. Aber das bedingt, dass wir genügend günstige Energie zur Verfügung haben. Wir haben es. Sie sehen da Ihren Stundenlohn, den Sie haben würden. Und wie stellen wir das sicher, ohne dass wir die Umwelt kaputt machen? Schwierige Frage, riesige Frage. Wir müssen das machen, aber, und dann komme ich zu den Schlussbemerkungen, die Menschheit muss sich von einer Wachstums-, wir sind immer noch eine im Wesentlichen Jäger- und Sammler-Nomadengesellschaft. Wir verbrauchen mehr, als es sich reproduziert in der Natur. Dann ziehen wir weiter, weil wir noch meine Nein, haben wir nicht mehr. Wir kommen an die Grenzen des Wachstums.
Allerdings viel später, als man gemeint hat, Klapper from. Aber wir müssen irgendwann mal zu einer Gleichgewichtsgesellschaft werden. Und das hat auch mit der Bevölkerungsanzahl zu tun. Obwohl das auch wieder politisch nicht sehr korrekt ist, das zu sagen. Das betrifft alle Bereiche und ist eine sehr schwierige Aufgabe. Und nur, und das ist wichtig, globale Ansätze werden was bringen. Es nützt nichts, wenn die Schweiz CO2-neutral ist. China baut pro Jahr so viel mehr Kohlenkraftwerke, dass völlig unser ganzer Verbrauch 4-5 Mal überdeckt wird. Es wird teuer werden, das muss man den Leuten sagen, es wird teuer werden. Es wird teuer werden. Und nur wenn sie ökonomisch durchdachte Ansätze verwenden, haben sie eine Chance, wirklich einen Impact zu haben. Ich plädiere ganz klar, dass CO2-Ausstoß einen Preis bekommen muss. CO2 muss einen Preis haben. Das ist ökonomisch gesehen die sinnvollste Variante, wie man mit diesem Problem umgeht. Wir brauchen aber noch viel mehr Wissenschaft und viel mehr Technik. Wir brauchen viel mehr Ingenieurinnen, viel mehr Ingenieure, die daran arbeiten. Und es wird lange dauern. Man muss eine gewisse Akzeptanz haben dafür, dass es nicht übermorgen so weit ist. Man muss also auch Adaptionsmaßnahmen. Man muss Dämme bauen. Holländer sind Weltmeister in dem. Man muss von den Holländern lernen, wie man mit der Natur umgeht. Sie nicht besiegen, sie nicht beherrschen, aber mit ihr eben umgehen. Diese Deiche, das wird ein Teil sein. Und darum sind Denkverbote und Ideologien ganz gefährlich, weil sie einen Prozess verlangsamen und ihn viel, viel teurer machen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie die Folien wollen, schicken Sie mir dann ein E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Ganz herzlichen Dank, Herr Gutzeller. Und willkommen auch meinerseits auch zu den Leuten zu Hause. In verschiedenen Ecken der Schweiz und sogar in Athen und in der Normandie. Sie können von zu Hause nachher Fragen stellen, Bemerkungen machen, indem Sie, ich habe das per E-Mail gemeldet, indem Sie ein SMS schicken, ich habe das Gerät hier. Wenn Sie wollen, können Sie sogar selber etwas sagen, dann muss ich Sie anrufen, schicken Sie einfach die Nummer per SMS und dann geht das. Lieber Herr Gutzeller, jetzt haben Sie mir gerade ein paar Illusionen weggenommen oder kaputt gemacht. Das war Ihre Absicht, glaube ich, nicht wahr? Absolut. Ja. Also dieses schwarze Viereck, Rechteck. Wenn ich jetzt ein neues Auto brauche und irgendwann brauche ich ein neues Auto, macht es eigentlich gar nichts aus, ob ich jetzt ein SUV, der 20 Liter pro 100 Meter verbraucht, oder ein Prius, der viel weniger braucht oder kein Auto kaufen. Das ist die Schlussfolgerung und das ist eine gefährliche Schlussfolgerung, könnte politisch, ideologisch missbraucht werden. Dann heißt es, wir in der Schweiz brauchen im Prinzip gar nichts zu machen. Es ist sowieso sinnlos, wenn wir ein Photovoltaik aufs Dach schrauben. Sind Sie sich dessen bewusst? Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich glaube nicht, dass Sie meine Äußerungen korrekt hier wiedergegeben haben oder korrekt verstanden haben. Aber ich weiß, dass Sie es natürlich absichtlich machen, um auch die Diskussion zu provozieren. Das machen Sie sehr gut. Nein, das war nicht meine Aussage, Herr Van Gendy. Meine Aussage war, Sie haben ein Budget von 10.000 Franken, das Sie investieren wollen für Umweltmaßnahmen. Und jetzt überlegen Sie sich, was machen Sie mit diesen 10.000 Franken Maßnahmen? Kaufen Sie sich damit ein Elektromobil? Oder nehmen Sie diese 10.000 Franken und investieren Sie die in, ich sage jetzt irgendetwas, Burkina Faso, in ein System, das dort die Photovoltaik, wo es viel mehr Sinn macht, ein Kohlekraftwerk ersetzt. Und dann überlegen Sie sich, wie mit diesen 10.000 Franken der ganzen Welt alle Projekte, wie kann ich damit am meisten CO2 reduzieren? Das ist mein Appell, weil Sie haben nur einmal 10.000 Franken. Die Menschheit hat nur einmal diese ökonomischen Ressourcen und die müssen wir optimal einsetzen. Und ich garantiere es Ihnen heute im Moment, Sie können eine Tonne CO2 heute mit realistischen, guten Zertifikaten, es gibt natürlich weniger gute Zertifikate, aber mit guten, seriösen Zertifikaten kriegen Sie eine Tonne CO2 mit irgendwie 30, vielleicht 40 Euro pro Tonne CO2, die Sie einsparen. Und wenn Sie eben diesen anderen Schritt machen, 10.000 Franken einsetzen, um Photovoltaik auf Ihr Dach zu setzen, werden Sie praktisch keine Wirkung erzielen. Weil im Winter werden sie dann doch Strom beziehen und weil die Schweiz eben im Winter zu wenig Strom hat, importiert sie ihn. Und woher importiert sie diesen Strom? Aus Polen. Die sind die Einzigen, die noch richtig große Kapazitäten haben. Hier im Saal hat es Leute, die haben das gebaut, solche Anlagen. Die wissen dann, und Polen macht Strom mit
Kohlekraftwerke. Es gibt ein großes Kohlekraftwerkkomplex in Polen, das heißt Belchowa, glaube ich. Das macht 38 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Die Schweiz macht etwa 50 Millionen Tonnen CO2. Also wenn wir nur schon mal diese Kohlekraftwerkanlage in Polen abstellen würden, da reichen Ihre 10.000 Franken nicht, aber wenn wir alle zusammenlegen, hätten wir die viel größere Wirkung erreicht. Das ist mein Appell. Nichts machen, das Richtige machen. Mhm. Okay. Jetzt habe ich zum Beispiel, ich habe nebenbei auch noch ein kleines Reiseunternehmen, was ja gerade dieses Jahr CO2-sparsam ist. Genau, wir sparen unendlich viel ein. Als einer der wenigen Reiseunternehmen haben wir gesagt, wir machen die CO2-Kompensation inbegriffen. Das hat den Leuten eigentlich, die haben das akzeptiert, aber es hat niemand richtig interessiert, würde ich sagen. Und die Leute, die darüber diskutiert haben, haben gesagt, naja, das ist doch ein Ablass. Also diese 30, 50, 60 oder auch 120 Euro oder Franken, die wir zahlen, beziehungsweise die wir zahlen, die ich dann zahle, das bringt auch nichts. Das ist ein Ablass. Was sagen Sie dazu? Ja, das höre ich auch immer wieder. Das sei ein Ablasshandel, das sei wie im Mittelalter, da, wo man da, es stimmt einfach nicht. Natürlich, wenn man diese 30, 40, 50 Euro irgendeinem Scharlatan gibt, und das gibt's. Hallo, kriminelle Energie in der Menschheit ist schon immer von Hand gewesen, dann verpufft das. Aber es gibt sehr gut zertifizierte Investitionen, Kompensationen, die werden von Staaten, von wirklich professionellen Stellen geprüft. Wenn man will, dann funktioniert das sehr gut und ist, wie gesagt, die effizienteste, ökonomisch effizienteste Möglichkeit, um CO2 einzusparen. Ich bin Ingenieur, aber ich habe den größten Respekt vor der Ökonomie, weil die Ökonomie bewegt es. Wir Ingenieure, wir Techniker können die Maßnahmen auf den Tisch legen, die Möglichkeiten auf den Tisch legen. Aber umgesetzt wird nur das, was ökonomisch Sinn macht, auf großem Maßstab. Und hier haben wir den größten möglichen Maßstab, müssen wir angehen, nämlich den globalen. Und darum sind solche Ideen eben sehr, sehr klug. Nein, Sie machen das Richtige. Schauen Sie einfach, dass Sie gute Zertifikate kaufen, die überprüft werden von Unabhängigen. Das gibt es, unabhängige SGS zum Beispiel, die wirklich da diese Sachen überprüfen, dass es reell ist und nicht einfach eine Fiktion. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, ich habe diesen Zertifikathandel nicht verstanden. Sie sind Ingenieur und Sie sind kein Wirtschaftswissenschaftler, aber vielleicht können Sie das erklären. Was ist das Sinnvolle daran? Ich verstehe es einfach nicht. Also, es ist ganz einfach, das verstehen alle. Es geht darum, eine Tonne CO2 nicht zu emittieren. Mhm. Jetzt können Sie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf Ihr Dach stellen und sagen, ich spare damit Strom für meine Heizung. Oder Sie können die gleichen Mittel einsetzen, um irgendwo in einem anderen Land eine Maßnahme, wo CO2-Einsparung stattfindet, durchzuführen. Zum Beispiel, indem Sie ein Kohlekraftwerk durch ein Erdgaskraftwerk ersetzen. Kohle stößt pro Kilowattstunde 1 Kilogramm CO2 aus. Ich mache da ganz grobe Zahlen, also keine genauen. Ne? Kohle stößt pro Kilowattstunde 1 Kilogramm CO2 aus. Ein Erdgaskraftwerk stößt ein halbes Kilogramm CO2 aus. Also wenn Sie jetzt Ihr Geld nehmen und es dieser Zertifikatefirma geben und die baut ein Gaskraftwerk dort, wo ein Kohlekraftwerk war, auf und produziert dann damit den Strom, dann sparen Sie pro Kilowattstunde ein halbes Kilogramm CO2. Multipliziert mit den vielen Kilowattstunden, die das Kraftwerk macht, gibt das die Tonnen, die Sie dann nachher wieder kompensiert bekommen. Dann wurde diese Tonne nicht emittiert, die sonst emittiert worden wäre. Verstanden oder war das zu kompliziert? Nein, ich wäre froh gewesen, dass die Firma, die das für mich macht, das auch so einfach erklärt hätte. Sie haben ganz zu Beginn Ihre sehr interessanten Ausführungen gesagt, die CO2 in der Luft kommt aus der Erde. Gibt es eine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen? Das gibt es, die viele, viele Möglichkeiten werden diskutiert, intensiv studiert. Die naheliegendste ist Aufforsten. Bäume machen, Pflanzen machen und jetzt kommt das Schwierige, diese Bäume dann natürlich nicht nutzen, diese gespeicherten Kohlenstoffatome, sondern die vergraben. Also müssen wir Wälder bauen und die nachher in tiefe Löcher reingeben, in alte Kohleminen, in alte was auch immer. Teuer, aber glaube ich immer noch etwas billiger. Dann gibt es die andere Maßnahme, dass man Kohle verbrennt
in Kraftwerken, aber das CO2, das aus dem Kamin gehen sollte, eben abfängt und es gleich wieder in den Boden reinbringt. Das würde dann nicht dazu führen, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre sinkt, aber dass er mindestens nicht zunimmt. Das ist der Carbon Capture and Storage Ansatz. Und der dritte Ansatz ist, dass man mit technischen Mitteln, und ich erzähle jetzt ein bisschen mehr darüber, weil ich einfach sehr verbunden bin auch mit dem, also mit technischen Mitteln wirklich CO2 aus Filtern, aus der Luft rausfiltert und dann dieses CO2 in den Boden reindrückt. Da gibt es eine Schweizer Firma, ein ETH-Spin-off, wenn ich da diesen Werbespot machen darf, Climeworks, die das seit vielen, vielen Jahren schon untersucht, kommerzialisiert. Das Problem ist, im Moment ist es etwa 1000 Franken pro Tonne. Oder? Und Sie erinnern sich, was ich vorhin gesagt habe, gute Zertifikate, 20, 30 Euro pro Tonne. Und jetzt eben wiederum, jetzt haben Sie 1000 Franken. Das ist ein gutes Beispiel. Was machen Sie damit? Machen Sie es bei Climeworks, dann haben Sie eine Tonne gespart. Oder machen Sie mit einem Zertifikat und dann haben Sie 30 Tonnen gespart. Sorry. Und im Moment ist es klar, dass das die günstigste, ökonomisch sinnvollste Maßnahme ist, nicht CO2 auszustoßen. Und Sie haben uns die Illusion genommen, dass das relativ rasch geht. Ja, ja. Es sei denn, wenn wir einen Lockdown weiterführen, das wäre die andere Möglichkeit, macht niemand gerne. Sie reden von 50 Jahren. Gibt uns die Natur so viel Zeit? Noch einmal, ja, die Natur gibt uns gar nichts. Der Natur sind wir völlig wurscht. Mhm. Dem Universum ist es völlig egal, ob der Godzilla glücklich oder traurig ist. Es gibt kein Naturgesetz, welches irgendwie sich kümmert um uns Menschen. Darf ich mal das ganz brutal sagen? Ich behaupte, aber das ist eine Behauptung, ich behaupte, ja, wir haben diese Zeit. Wir müssen sicher damit rechnen, dass es schwierig wird. Dass zum Beispiel, wenn die Sommer heißer werden, müssen wir mehr Klimaanlagen haben. Wir müssen mehr Räume, besonders für unsere Eltern, Mitbewohnerinnen, Mitbürgerinnen und Mitbürger haben, damit die wirklich auch in gekühlten Räumen gut überleben können. Die gute Botschaft ist, es klingt ein bisschen pervers, nicht wahr? Aber Klimaerwärmung und Photovoltaik passen gut zusammen. Weil Photovoltaik funktioniert gut im Sommer, wenn es heiß ist. Also es ist viel einfacher, ein heißeres Klima runterzukühlen, als ein kaltes Klima aufzuwärmen. Von dem haben wir... Ja, Sie sind doch Holländer, Herr van Geen. Ihre Nation hat das bewiesen. Holland wäre schon lange ertrunken, wenn nicht technische Maßnahmen ergriffen worden wären. Wann war das? 1950, 57 oder so, wo da diese große... Genau. 53. Wie viel? Wann? 53, als ich geboren wurde. Genau, da kam doch diese große Flutwelle, hat viele Tote gegeben und dann hat Ihr Land ja beschlossen, wir bauen diese Deiche mit technischen Mitteln und heute ist Holland ein prosperierendes Land. Ja, und was macht man mit diesem Boden? Man hat Rinder und Schweine und es gibt zu viel Gift und jetzt können sie auch nicht verwendet werden. Also auch Holland hat einige Probleme. Also müssen wir weniger Fleisch essen. Genau. Ja. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Sie haben gesagt, es wird teuer, es wird uns kosten. Und wir haben jetzt gerade mit der Corona-Krise gespürt, was es heißt, wenn uns etwas kostet. Und wir haben gesehen in Deutschland, dass die Idee von einem Kotelett für 1,99 Franken, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Am Ende heißt es doch, wir müssen alle ein Stück zurückschrauben. Wir müssen mehr zahlen, mehr kompensieren und wir werden es vielleicht gar nicht erleben, dass das wirkt, wir, die hier sind. Ja, es ist immer dieses, man muss andere Energieträger verwenden, die CO2-ärmer oder im besten Fall frei sind. Man muss diese Energieträger sinnvoller, effizienter umsetzen in Nutzenergie. Also andere Quellen, Kohle, Erdgas statt Kohle, machen wir ein konkretes Beispiel. Zweitens bessere Gasturbinen, die mit mehr Wirkungsgrad aus der Kohle viel mehr Strom aus der gleichen Menge Erdgas rausholen. Aber das Dritte ist das, was Sie sagen auch, man muss auch weniger konsumieren. Nur wenn wir diesen Dreiklang miteinander wirklich anstreben, dann werden wir eine Chance haben, das vernünftig durchzuziehen. Und Sie haben Herrn Trittin zitiert mit einem Eiskugel. Ich esse nicht gern Eis, also macht mir das eigentlich nicht viel aus. Wenn ich jetzt aber in der schweizerischen Politik mich herumhöre, dann stelle ich fest, dass ich sehe auf der Straße, die Leute kaufen immer größere Autos, immer teurere Autos, immer mehr. Und dass etwas zurückstecken,
Ich sehe, das ist noch nicht angekommen in der Bevölkerung. Ja, da bin ich nicht ganz sicher. Also wenn ich besonders die jüngere Generation anschaue, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, bin ich sogar sicher, dass da ein Umdenken stattfindet und dass diese Thematik schon viel, viel bewusst. Ich sehe viele, viele Mitmenschen, die sich bewusster mit dem Ganzen umgehen, Häuser isolieren und so. So schwarz würde ich das nicht sehen. Aber natürlich, es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die futtieren sich um solche Sachen. Oder? All diejenigen, wir sind jetzt 30 Leute in diesem Saal, die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner, also 7 Millionen 990 und so weiter, sind nicht hier, kriegen diese Botschaft nicht mit. Nicht, dass diese alle dann nicht umweltbewusst werden, das wollte ich nicht sagen damit. Aber was ich damit sagen will, ist, ja, Sie haben recht, es gibt Menschen, denen ist das weniger wichtig, aber ich sehe doch eine Tendenz, dass das lang, wenn Sie an den Fridays for Future denken, wie die Jungen doch anfangen, sich hier zu organisieren und auch klarer zu werden. Auch die werden natürlich dann missbraucht von politischer Absicht, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich bin optimistisch. Komm, wir schaffen da. Ja, super. Das haben wir anderswo gehört. Noch eine Frage ist mir nicht ganz klar geworden in Ihrer Präsentation. Die Kernenergie. Sie sind einverstanden damit, dass es abgeschafft wird oder nicht? Nein, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Kernenergie ist eine Technologie, die es uns erlauben würde, mindestens auf absehbare Zeit sehr wertvollen CO2-neutralen Strom zu produzieren. Wirklich, also wenn Sie das CO2 pro Kilowattstunde anschauen, dann ist Windenergie und Kernenergie sind etwa gleich gut. Und besser als Photovoltaik übrigens, wenn Sie die graue Energie und alles reinrechnen. Und zweitens, Kernenergie ist eine Bandenergie. Die kommt auch nachts, wenn die Sonne nicht scheint, die kommt auch dann, wenn der Wind nicht bläst und sie kommt auch dann, wenn es kalt ist, wenn wir sie wirklich brauchen. Also ich weiß nicht, wie Deutschland das anpacken wird. Also das wird in Deutschland bitter werden. Jetzt, wenn Sie die Kohle abstellen und wenn Sie die Kernkraft abstellen, that will be a challenge. Und man merkt langsam auch die Nervosität in der Politik in Deutschland, dass es jetzt langsam die Realität, auch in der Schweiz, die ELCOM, die Elektrizitätskommission des Bundesrats, hat ganz klar hingewiesen, also nicht ich, sondern offizielle Stellen, die Schweiz läuft in ein Versorgungsproblem rein. Wir müssen was tun. Jetzt ist Mühleberg abgestellt, wenn dann Betznau abgestellt werden wird, haben wir noch zwei, ist gut, die laufen vielleicht noch hoffentlich 20 Jahre, aber irgendwann mal ist fertig. Und ja, dann haben wir hoffentlich andere Alternativen bis dann entwickelt. Also wir haben doch noch die französischen. Aber ist das nicht ein bisschen verlogen, Herr van Kent? Ja, wir stellen die Kraftwerke ab und finden uns die Besten der Welt, aber kaufen dann nachher Strom von den Franzosen. Oder den noch schlimmer, es geht ja noch wenigstens, es ist dann CO2-arm, dieser Strom. Aber wir kaufen ihn dann von Polen, das ist die Realität. Jetzt haben Sie das ist dann CO2-behaftet. Jetzt haben Sie es ganz klar gesagt, in der Präsentation war das hörbar, aber nicht so klar. Aber Sie wissen, dass Sie damit unendlich anecken. Auch bei Fridays for Future, bei vielen ecken Sie an, wenn Sie für Atomkraft sind. Ja, das ist schon gut. Ich bin mir es gewohnt anzunehmen. Ja, aber was sagen Sie dann? Abfallversorgung, Entsorgung? Ja. Alles wichtige Fragen kann man alle in den Griff bekommen. Die Abfallentsorgung ist sowieso ein ganz komisches Ding. Oder? Jetzt werden wir langsam ein bisschen sehr technisch. Heutige Kernkraftwerke nutzen etwa 2-3% des Energieinhaltes von diesem Natururan. Das ist übrigens ein Naturprodukt. Ne? Uran ist ein Naturprodukt. Nutzen etwa 2-3%. Also wir könnten noch viel mehr Energie. Ich behaupte mal ganz frech, in 100 Jahren werden unsere Nachfolgegenerationen sagen, juhe, die Schweiz hat ein Atomlager gebaut, da können wir super konzentrierte, wertvolle Energie rausholen und bauen dann Brüterkraftwerke damit und werden noch 100 Jahre damit CO2-freien Strom machen. Beweisen Sie mir das Gegenteil. Nein, werde ich nicht, kann ich nicht. Aber Kernfusion, ist das eine Alternative? Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Kernfusion, wissen Sie, ich bin jetzt mittlerweile, darf ich sagen, 63 Jahre bald alt und ich bin seit mindestens 43, fast 50 Jahren bin ich technologisch interessiert, eigentlich fast schon mehr. Und immer hat mich Kernfusion fasziniert und immer war Kernfusion etwa 20, 30 Jahre weit entfernt, bis es dann endlich funktioniert. Also das wird noch 20, 30 Jahre dauern. ITER ist ein Riesenchaos, oder? Das ist Planungsfehler, man hat es auch völlig falsch gemacht. Also nein. Also da Geld reinsetzen ist nicht eine gute Idee. Unbedingt reinsetzen, wenig Geld, ein paar Milliarden, weil es, wenn es funktionieren würde, eine Riesenchance wäre. Aber darauf setzen, oder? Dass das die Lösung sein wird, auf keinen Fall, weil das Risiko ist zu groß. Das ist Hedging, das ist nichts anderes als Hedging. Darf ich nur ganz kurz fragen? Gerne, ja. Sie haben den schnellen Brüter erwähnt. Von dem hört man gar nichts mehr.
Ja, eben, auch wieder. Die Energie war zu billig, oder? Man hat sich nicht mehr gelohnt, da zu investieren. Aber es gibt, also forschungsmäßig läuft immer noch viel auf diesen Konzepten. Es läuft viel und kostet viel. Es kostet auch viel, ja. Also sind Sie, Sie sagen, etwas reduzieren, weiterhin investieren, unbedingt, aber nicht so viel wie bis jetzt. In die Kernfusion, ja. Die Kernspaltung, Kernfission. Schnelle Brüter sind Kernfissionsanlagen, muss man genauso investieren. Und man hört mindestens, dass in den USA und vor allem in China sehr viel investiert wird, auch in diese neue Generation von Kraftwerken. Es gibt also, China hat, ich weiß auch nicht, 20 Projekte, wenn ich es richtig im Kopf habe, für neue Kraftwerke, Kernkraftwerke. Aber sie haben auch 30, 40 Projekte für neue Kohlekraftwerke. Und China ist ein Weltmeister übrigens. China steht im Moment ja als der große Umweltfreund da. Wird überall gelobt und als der Musterknabe dargestellt. Und die USA steht immer als der Prügelknabe da. Ich bin kein Freund von Trump, nicht, dass er uns falsch versteht. Aber wenn Sie die Statistiken anschauen, das Land, das am meisten CO2 reduziert hat im Ausstoß, ist die USA. Und China macht munter weiter immer mehr CO2-Ausstoß. Das ist schon eine PR-mäßig eine großartige Leistung, muss ich sagen. Also man kann sagen, trotz Trump. Trotz Trump, genau. Was hat Amerika gemacht? Sie haben Kohlekraftwerke abgestellt und Erdgaskraftwerke gebaut. Und da haben sie schon mal die Hälfte gespart. Das ist meine Aussage. Wir sollten heute das machen, was realistisch und ökonomisch sinnvoll ist, in die richtige Richtung. Und nicht gleich die Taube auf dem Dach wollen, sondern mal den Spatz in der Hand zuerst nehmen. Gut, der kann aber sehr mager sein, der Spatz. Ja, aber lieber ein Spatz, der ernährt einem ein bisschen, als eine Taube, die man nicht kriegt, die ernährt einem gar nicht. Ja, meine Damen und Herren, möchte ich an dieser Stelle... Ich habe Vögel nicht gerne übrigens nicht. Zum Essen. Gut, es ist, Sie gehen auch nicht nach China, um dort Vögel zu kaufen oder so, auf dem Markt. Ich möchte gerne die Runde auftun, auch zu Hause. Sie können SMS schicken, es ist schon eine reingekommen, aber bitte sehr. Bitte sehr. Kernenergie. Wir wiederholen einfach die Frage noch, damit das zu Hause gehört wird. Ja. Genau, die Kernenergie. Uns schwebt natürlich die Möglichkeit von Unfällen. Das hat sich ja ergeben. Wie können Sie da so sicher sagen, das ist CO2-neutral, das ist die Lösung? Es gibt ja Gründe, warum man das abgestellt hat. Also die Frage ist, der Unfall, das Risiko von Kernenergie haben Sie nicht erwähnt. Wie können Sie so sicher sein, dass das handelbar ist? Das ist eine sehr gute Frage und ich kann Ihnen nicht mit 100% garantieren, dass es keine Unfälle geben wird. Das kann niemand. Das wäre unehrlich, das wäre gelogen. Die Erfahrung zeigt, dass wenn man es ordentlich macht, dass das Risiko sehr klein ist. Die Schweiz ist ein gutes Beispiel dafür. Am Anfang gab es einen Unfall mit einem Forschungsreaktor, aber dann in den kommerziellen Reaktoren hat es nie größere Sachenschwierigkeiten gegeben. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Ich verstehe Ihre Bedenken, die sind ernst zu nehmen. Man forscht daran, Kernkraftwerkkonzepte zu entwickeln, die eben inhärent stabil sind. Das heißt also, auch wenn ein Unfall passiert, dann passiert nichts Schlimmes, dann geht nichts raus. Ob das funktionieren wird, ist nicht klar, das muss man erforschen, da ist man dran. Ist ein Argument, das ich akzeptiere. Noch einmal. Ich habe nicht prinzipiell etwas dagegen, wenn eine Nation, wenn ein Land wie die Schweiz sagt, wir wollen keine Kernkraft mehr. Da habe ich nichts dagegen. Das ist ein politischer Entscheid. Ich kann das verstehen, dass Leute sagen, nein, in diesem dicht besiedelten Land wollen wir keine Kernkraftanlagen. Das Risiko ist sehr klein, aber wenn etwas passieren würde, wäre es dann doch zu schlimm. Kann ich akzeptieren. Was ich einfach Mühe habe, ist dann zu sagen, und gleichzeitig wollen wir aber CO2-neutral sein. Verstehen Sie mich? Man kann nicht fordern, man muss auch liefern. Dann muss man irgendeine Alternative dafür nehmen. Ich kann Ihnen garantieren, die Schweiz wird, wenn sie die Kernkraftwerke abstellt, werden sie Gaskraftwerke aufstellen müssen. Sogenannte eben Spitzenkraftwerke. Das wird im Winter zu einem erhöhten CO2-Ausstoß führen. Okay, fine with me. Oder aber was ich einfach nicht gut finde, ist diese Behauptung, man kann alles haben. Die Politiker sagen, kein Problem, ich sage jetzt keine Namen, aber ich kenne sie persönlich, habe mit ihnen schon viel geredet, ist doch kein Problem, Photovoltaik aufs Dach. Ich habe versucht zu zeigen, wo das Problem ist. Okay? Also das sie mit können nicht den Fünfer und das Weckli haben. Eben, das Fünfer und das Weckli. Das ist übrigens auch in der Corona-Krise, da haben Leute gefordert, die Normalisierung. Man fordert Normalisierung. Das Coronavirus hat
hat sich nicht mal totgelacht. Das wäre noch eine Lösung gewesen. In diese Richtung geht eine Frage aus Athen, Rudi Hensler, und ich lese kurz vor. Der Klimaforscher Latif erklärt in seinem neuen Buch, dass nüchtern betrachtet es keinen Klimaschutz gäbe, sondern nur fortgesetzten Klimaschaden. Begründung: CO2-Ausstoß in vergangenen Jahren förmlich explodiert um über 60%. Forscher hätten Kardinalfehler begangen, naiv geglaubt, Wissen führe automatisch zum Handeln. Und dies ist nicht der Fall. Politiker wissen seit 30 Jahren, was Sache ist, wahrscheinlich sogar noch mehr, seit der Club of Rome. Nicht? Frage: Glauben Sie, dass die aktuelle Corona-Krise die Gelegenheit für einen Systemwechsel wäre, zumindest kurzfristig? Also zwei, drei Bemerkungen. Erstens, der Club of Rome hat nicht CO2 adressiert. Mhm. Der Club of Rome war der für Ressourcenverbrauch. Mhm. Aber einfach nur. Zweitens, die Wissenschaft weiß, dass seit mindestens 120 Jahren das Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre das Klima erwärmen wird. Das war ein schwedischer Chemiker, der das erstmals ganz klar postuliert hat, Arrhenius, Svante Arrhenius. Drittens, die Wissenschaft kann Fakten, den momentanen den Stand des Irrtums, haben Sie das heute Morgen am Frühstück genannt. Die Wissenschaft kann den momentanen Stand des Irrtums der breiten Bevölkerung zugänglich machen. Aber die Umsetzung ist dann eine politische Sache und eine Sache am Schluss von jedem Einzelnen, von Ihnen, von uns, allen. Also die Wissenschaft, eben noch einmal, wir können nicht zaubern. Es gibt Hauptsätze in der Thermodynamik, die sind unverrückbar. Energie lässt sich nicht zerstören oder kreieren, Energie lässt sich nur umwandeln. Erster Hauptsatz. Zweiter Hauptsatz: Die Unordnung im Weltall nimmt ständig zu. Der Wert der Energie ist ständig abnehmend im Wesentlichen. Und an dem, von dem, wir können nicht vorbeikommen an dem. Und das müssen wir nur ganz klar sagen. Also ist eine Aufgabe. Und der Rest, ja, es kann sein, dass die vielleicht zu spät reagiert haben, das kann sein. Die Situation ist wirklich nicht gut. Das habe ich ja hoffentlich klar genug dargestellt. Wir haben ein echtes Problem. Klimaleugner und solche Menschen, ja, die bauen sich Illusionen auf. Mhm. Sie. Herr Zeller, was macht eigentlich Sinn, in der Schweiz außer Geld in die dritte Welt zu schicken und CO2 zu sparen? Also was für klimaneutrale oder klimafreundliche Investitionen in der Schweiz sind überhaupt noch sinnvoll nach Ihrer Aussage? Also die Frage ist, welche Investitionen wären, abgesehen jetzt von Geld in die dritte Welt schicken, welche Investitionen wären in der Schweiz sinnvoll? Also, ich versuche wieder diesen Dreiklang von vorhin zu benutzen. Andere Energieträger, die CO2-ärmer sind. Welche? Erdgas zum Beispiel. Also ein ganz trivialer Schritt wäre, wenn man sagen würde, wir verbieten Ölbrenner. Verbieten ist es. Nein, ich möchte nichts verbieten, Entschuldigung. Wir incentivieren den Ersatz von Ölbrennern durch Erdgasbrenner. Ja. Da sparen Sie 20-25% CO2. Wir marschieren ja in diese Richtung. Ja, das ist richtig. Das ist die richtige Richtung. Also erstens mal andere Energieträger. Zweitens effizienter mit der Energie umgehen, bei mir beim Hausbereich. Also unbedingt isolieren, unbedingt Wärmetauscher im Haus einbauen, also diese Komfortlüftungen, Zwangslüftungen, die Energie sinnvoller nutzen. Und drittens halt, und Gottes Namen, das ist das, was auch der Herr van Geen vorher gesagt hat, weniger heizen. Es muss im Winter nicht unbedingt 23 Grad sein. Ja, ich meine, weniger Raumtemperatur haben. Oder? Also andere Energieträger, die Energie sinnvoller einsetzen und dafür auch ein bisschen bescheidener werden. Ja, aber mit diesen Maßnahmen, also das sind alles Maßnahmen, die etwas kosten, oder? Ja, das sind alles Maßnahmen, die etwas kosten. Ihre Botschaft ist ja eine andere. Ihre Botschaft ist, mit diesem Geld, das wir hier da eben in noch dickere Mauern und so weiter umsetzen, dass die ja viel effizienter im Hinblick auf das Klima irgendwo in der Welt verwendbar sind. Das ist meine Botschaft. Aber wir vergessen auch wieder, dass wir, wenn wir die ganzen Ausstöße pro Kopf rechnen, oder sind wir
gegenüber der dritten Welt immer noch die Weltmeister. Also gehören wir zu den Weltmeistern. Und der Kopfeffizienz von der Energie, die spielt ja eine, in der Zukunft eine große Rolle. Also die Fragesteller führt die Pro-Kopf-Effizienz ein und wir sind ja immer noch in der Schweiz Weltmeister im Verbrennen im Vergleich zu... Es gibt noch andere Länder, aber... Ja, klar, es gibt andere Länder, es ist nicht nur die Schweiz, aber sag mal... Die importierten CO2 auch noch dazurechnen, haben wir da ziemlich, Ablass... Tätigkeiten zu machen. Also nochmals, ich wiederhole einfach die Frage, wenn wir noch die importierte CO2-Emissionen dazurechnen, dann sieht es nochmal anders aus und Sie haben das Wort Ablass da auch verwendet. Einfach die Zahlen, die Schweiz pro Kopf 5 bis 6 Tonnen pro Jahr. Plus die 5 bis 6 Tonnen, die von außen kommen, also irgendwie bei 10, 12 Tonnen. Und da gehören wir schon zu den Spitzenreitern weltweit. Dann Ihre Aussage, ja, aber es kommt doch auf das Pro-Kopf-Ausstoß an. Und jetzt werde ich wieder ein bisschen böse. Nein. Dem Klima... Nur schnell fern. Pro-Kopf-Ausstoß, sondern es geht wie verschwendet man Energie. Das ist eine Effizienz, ist ja ein zentraler Effizienz. Lassen Sie mir einen Gedanken. Wenn ich in der Schweiz schaue, man verschwendet ja Energie in einem ungeheuren Ausmaß. Also die Fragesteller sagt, wir verschwenden Energie in einem ungeheuren Ausmaß. Also lassen Sie mich nochmal meinen Gedanken fertig abschließen. Es ist dem Klima völlig egal, ob Sie 10 Tonnen ausstoßen. Ja, das ist mir schon bewusst, Das ist schön, dass es Ihnen bewusst ist, aber ich möchte es gerne den anderen auch noch sagen. Okay. Es ist dem Klima völlig egal, ob Sie 10 Tonnen ausstoßen oder ob 10 Menschen eine Tonne ausgestoßen haben. Am Schluss sind 10 Tonnen mehr im Klimasystem drin. Und tut mir leid, ich wiederhole es noch einmal, das ist sicher schwierig zu akzeptieren, aber es ist ein globales Problem. Es ist nicht eine Frage von, was wir persönlich tun, sondern es ist am Schluss, wie viel CO2 hat es in der Atmosphäre, Nummer eins. Zweitens, ich bin mit Ihnen völlig einverstanden, dass viele entwickelte Länder, nicht nur die Schweiz, auf einem extrem hohen Niveau mit Energie relativ nachlässig umgehen. Das muss sich ändern. Ich habe das versucht am Schluss darzustellen, der Wert und der Preis der Energie. Und ich komme wieder zurück auf meine Worte. Wir müssen den Preis der Energie an ihren Wert annähern. Das heißt, der Preis von Energie muss höher werden. Das ist das einzige Mittel, mit dem wir tatsächlich breit weniger Energie werden, verbrauchen werden. Wie muss dann die CO2-Steuer sein, dass dieser Effekt passiert? Genau. Wie hoch muss die CO2-Steuer sein, damit es wirksam ist? Also im Moment ist es so, dass eine Tonne CO2, ich komme zurück, 30 Euro kostet, sagen wir mal, und das muss der Mindestpreis sein. Und dann gibt es Schätzungen, dass bis auf 100, 120 Euro das anzusteigen hat, damit man gewisse Ziele erreichen kann. Das ist eine politische Diskussion, die nicht ich zu führen habe, sondern die Sie als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu führen haben. Wo setzen wir den Preis für CO2 an? Heute ist er bei 30 Euro, sagen wir mal. Es schwankt natürlich. Aber es gibt Schätzungen, habe ich gelesen, dass wir irgendwie auf 100 Euro, vielleicht 120 Euro gehen müssen, um wirklich spürbare klimatische Ziele zu erreichen. Weitere Frage? Ja, ich möchte da eigentlich anschließen. Was kann ich mehr noch tun für die, zur Reduzierung? Ich lebe persönlich sehr bewusst in einer Wohnung und unterrichte auch und versuche die nächste Generation in den respektvollen Umgang ein Beispiel zu sein. Und was, wenn ich jetzt einfach noch mehr machen möchte, was Schritte kann ich da tun? Also die Frage ist für die Leute zu Hause, was kann ich noch weiter tun? Also die Fragestellerin sagt, sie lebt in einer Wohnung sehr bewusst und gibt auch Unterricht, versucht das an der nächsten Generation weiterzugeben, dieses Bewusstsein. Aber was kann man noch mehr machen, Herr Gutzeller? Was können wir noch mehr machen? Es kommt darauf an, welchen Zeithorizont Sie im Auge haben. Wenn Sie heute Nachmittag etwas für die Umwelt machen wollen, dann nehmen Sie 30 Franken in die Hand und kaufen damit eine Tonne CO2. Also wie geht das? Dann kaufen Sie ein Zertifikat. My Climate. Ich kann Ihnen die Webseite zeigen, www.meinclimate.ch. Ja.
Das ist genau die Webseite, die ich auch benutze, um die CO2 der Flugreisen zu kompensieren. Das spielt keine Rolle. Du musst nicht fliegen. Du musst nicht fliegen, du musst nur 30 Franken ausgeben. Also wenn Sie heute Nachmittag etwas Gutes für die Umwelt tun wollen, gehen Sie auf diese Website, kaufen für 30 Euro eine Tonne CO2. Dann haben Sie eine Tonne CO2 für die Menschheit eingespart. Ist das super? Ist nicht nichts, hä? Leute, also ist real. Gut. Wenn Sie mittelfristig etwas machen wollen, dann finde ich Ihren Ansatz von der Ausbildung extrem gut. Weil ich bin sowieso der Verfechter, dass die Bildung, die Ausbildung vom Kindergarten bis zur Hochschule und auch später, dass das Wesentliche ist, eben ehrlich mit den Menschen. Was ich heute mit Ihnen versuche zu machen, ist genau ein Teil, ein Schritt in diese Richtung. Oder? Ehrliche Informationsvermittlung, Bildung, Diskussion. Das ist das mittelfristig, glaube ich, am wertvollsten. Und langfristig, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber ich meine es ernst, langfristig sollten Sie eine Spende an die ETH machen. Und ich erkläre auch gleich, wieso. Ja. Weil, wenn an der ETH eine Maschine entwickelt wird, die 1% besser Energie wandelt, von Kohle zu Strom, dann wird diese Maschine auch in der ganzen Welt eingesetzt werden und wird Millionen von Tonnen CO2 einsparen können. Also die aber es braucht Zeit, oder? Sie spenden von mir, wenn Sie die ETH nicht gerne haben, das Geld an irgendeine andere Forschungsinstitution. Aber nicht nach Lausanne. Diese Diskussion lassen wir heute aus, Herr Van Gent. Ja, liebe. Wo war ich? Ich wollte was Kluges sagen. Grundlagenforschung und langfristig angewandte Forschung. Das ist das, was die Menschheit langfristig am weitesten bringt. Aber es gibt nicht eine Wirkung morgen. Heute Nachmittag, in ein paar Jahren, in einem Jahrzehnt. Jetzt müssen Sie aussuchen, was Sie... Sie haben aber nur 30 Franken zur Verfügung, oder? Denken Sie dran, Sie haben nur 30 Franken zur Verfügung. Was machen Sie damit? Sehr gut. Ja. Ja, Sie haben ja uns erklärt, wie wir am Jahre 2017 der Dichtung aufgesessen sind und haben dem sehr überzeugend die Wahrheit, respektive die Fakten gegenübergestellt. Und eines dieser Fakten ist, dass man ganz sicher in den nächsten Wintern immer zu wenig Energie haben wird, dass man die importieren will, aber die Exporteure dann vielleicht auch keine mehr haben. Wie bringen wir das der Politik so weit, dass die die Sache in die Hand nimmt und nicht 20 Jahre wartet, bis dieses Problem gelöst wird? Großartige Frage. Angegangen wird. Großartige Frage. Ich wiederhole es einfach für zu Hause. Wie bringen wir die Politik bei, dass es so ist, wie es ist, nämlich dass die Energie im nächsten Winter oder im übernächsten vielleicht uns ausgeht? Wenn ich da eine Antwort drauf hätte. Ich weiß aber nicht. Sie waren doch Präsident der ETH. Ja, und da haben Präsident Sie mit der Politik... Ja. Sie wissen, wie die Politik tickt, oder nicht? Doch, doch. Eben drum. Nein, das ist eine ganz schwierige Frage. Und ein Politiker, eine Politikerin hat einen Horizont von 4 Jahren, die Legislaturperiode. Also eine Politikerin, ein Politiker will wiedergewählt werden. Und alles andere ist nicht in seinem Beuteschema. Oder? Interessiert ihn grundsätzlich nicht. Ja, wenn man reine politische Karriere machen will. Also ich habe versucht aufzuklären, ich schreibe, ich habe in der NZZ vor kurzem wieder einen Artikel veröffentlicht, es gab sehr viele sehr positive Briefe, es gab ein paar wenige ganz hässliche Kommentare. Was soll ich dazu sagen? Ja, Herr Van Gent hat gesagt, da ecken Sie an damit. Ja, okay, dann ecke ich an damit. Ich habe immer noch ein paar Ecken, die abzuschleifen sind. Ich bin noch nicht ganz rund, gebe noch nicht auf, sorry. Ich kann falsch liegen, müssen Sie entscheiden. Sie können eine andere Meinung haben, respektiere ich. Aber solange ich noch Stimme habe und solange ich noch gehört werde, werde ich versuchen, das zu sagen, was ich glaube, ich als Wahrheit erachte. Und ich rechne immer selber nach. Und alles, was ich versucht habe, heute zu sagen, habe ich immer versucht, mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten zu untermauern und darzustellen. Ich versuche immer zu rechnen. Ich habe manchmal die Illusion, ich sollte eine neue Partei gründen. Wissen Sie, wie der Titel dieser Partei wäre, wenn wir schon von Politik reden? Die Partei der rechnenden Bürgerinnen und Bürger. Die BRP, oder wie die heißen würde. Und ein anderes Bono oder eine andere Provokation von mir ist, man sollte einen Eignungstest machen für den Eintritt in den Nationalrat. Und dieser Eignungstest wäre, beherrscht diese Person den Dreisatz. Meine Frau, gebe ich immer wieder den Auftrag, mach sicher, dass alle Kinder, die aus der Schule rauskommen, die Dreisatzrechnung beherrschen. Sie
wirft immer die Hände in die Luft und sagt, das ist völlig unmöglich. Mhm. Was erwarten Sie dann, wenn die Leute nicht Dreisatzrechnung können? Was erwarten Sie dann für eine Politik? Keine gute, sorry. Ich habe 1, 2, 3 Fragen. Noch eine Frage ist reingekommen von Herrn Frutig. Danke, Herr von Gent, Herr Kuzella, vielen Dank für Ihre klaren Aussagen. Wie ist Ihr Rat beim Erwerb eines Autos zur Energieerzeugung? Ist die Gesamtbilanz von elektrisch betriebenen Autos vorteilhafter? Ist die Entsorgung von Batterien gelöst? Herzlichen Dank, Daniel Frutig. Das ist jetzt eine sehr detaillierte Frage und ich bin aus diesem Geschäft und kann ich da stundenlang reden. Es kommt sehr darauf an, wie der Strom erzeugt wird. Also wenn dieser Herr Frutiger eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und tatsächlich sein Auto nur mit diesem CO2-neutral erzeugten Strom reinrechnet, dann wird die CO2-Bilanz sehr günstig werden. Im Wesen sind es dann nur noch graue Energien. Die Herstellung des Fahrzeugs, der Batterien und der Photovoltaikanlage und dann die Entsorgung. Und dann ist das, würde ich mal sagen, etwa doppelt, also halb so schlimm wie ein normales, wie ein guter Dieselfahrzeug heute. Mhm. Wenn Sie aber ein Normalmensch sind, der nicht ein Einfamilienhäuschen hat, wo er noch Photovoltaikzellen draufhängen kann, wo er eine Garage hat, wo er seine Steckdose hat, wo er auch die entsprechenden Mittel hat für die 50.000 Franken für das Elektroauto und die 20.000, 30.000 Franken für die Elektroanlage, sondern einfach so ein normaler Mensch sind, oder mit 6.000 Franken Monatseinkommen, dann ist ganz klar, dann kaufen Sie sich einen hocheffizienten, modernen, kleinen Dieselantrieb. Mhm. 6, also Euro 6 Temp. Dann haben Sie auch die Garantie, dass dieses Auto, wie ich vorhin gesagt habe, ist kein Witz, da gibt es Messungen dazu, weniger Partikel ausstößt, als eine normal belastete Luft in einer Innenstadt hat. Also je mehr Sie in Stuttgart rumfahren, am berühmten Stuttgarter Kreuz, desto sauberer wird die Luft dort in diesem Auto. Das ist kein Witz, meine Herren. Gut. In der politischen Diskussion, besonders im Parlament, hat man das Gefühl, dass die Grünen, besonders die Grünen und die Linke, sich sehr gegen Zertifikatenkauf einwenden, zu kompensieren, der CO2 zu kompensieren. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass zum Beispiel während der Corona-Krise die Wissenschaft sehr viel Einfluss gehabt hat auf die politische Arbeit. Bringen Sie, Herr Kutzelber, vielleicht an Ihre Kollegen, sich zu wenig ein, damit die Diskussion richtig verläuft, und zwar so, dass die Zertifikate wirklich angenommen werden und ein Teil der Politik gut ausmachen. Also die Frage ist, dass die vor allem im linken Lager und grünen Lager der Handel mit Zertifikaten sehr umstritten ist. Andererseits hat man gesehen in der Corona-Krise, dass die Wissenschaft sich sehr stark eingebracht hat. Frage an Herrn Kuzella, haben Sie sich als Wissenschaftler zu wenig eingebracht? Also erstmal möchte ich auf meinen letzten Satz da unten nochmals hinweisen. Sie sehen hier, der Wandel wird lange dauern, Denkverbote und Ideologien werden den Prozess verlangsamen. Das sind Ideologien, die aufscheinen hier. Oder man ist gegen Zertifikate, weil man ideologisch einfach eine Schweiz will, die auf einem ganz anderen Niveau ist. Keine großen Firmen, keine Multinationals, man will keine, im Wesentlichen will man eine agrarische oder eine grün-urbane Kultur haben, wobei die nicht nachhaltig ist, aber ist ein anderes Thema. Und das sind Ideologien. Und die transportiert man dann über solche politischen Überlegungen. Und dann geht es schief. Dann erreicht man die Ziele nicht. Zweite, die Wissenschaftler sollen sich einbringen. Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Und die haben auch Vorstellungen. Auch ich habe meine Biografie, auch ich habe meinen Hintergrund. Ich bin eine Stimme, ich stehe ehrlich dazu, ich sage, was ich denke. Aber auch ich bin nicht unfehlbar und auch ich habe vielleicht meine Ideologien irgendwo. Also es gibt nicht die neutrale Wissenschaft. Die faktenfreie, nicht fakten, die ideologiefreie, völlig neutrale Wissenschaft existiert nicht. Auch in der Corona-Krise gab es ja 2, 3 Herren in Deutschland vor allen Dingen, die dieses Vehikel sehr genutzt haben, um auch ihren Marktwert zu erhöhen, sagen wir das mal so ganz plakativ, nicht wahr? Und auch dort gibt es Wissenschaftler, die diese Meinung vertreten und Wissenschaftler, die andere Meinung vertreten. Die Wahrheit existiert nicht. Es gibt keine Wahrheit. Oh Gott, also ich bringe mich so gut ein, wie ich nur kann. Ich persönlich. Mehr kann ich nicht, weil sonst wird es dann langsam gefährlich. Oder also, nein, nein. Also, ist eine Frage des Engagements.
Und andere tun das auch. Also mein Reto Knutti, ein sehr geschätzter Kollege von mir von der ETH, kennen Sie vielleicht, hat ja sehr viel über Klimaveränderung und so, hat, glaube ich, vieles bewirkt. Und ist ein guter Mensch, also ein guter Wissenschaftler. Oder? Wir sind fast, 95% sind wir gleicher Meinung. Es gibt eine kleine Frage wegen Pellets. Sind die gut oder nicht gut? Die Frage ist, ob Pellets gut oder schlecht sind. Ja, Pellets, also Holz zum Heizen in professionellen Anlagen, sind ein interessanter Weg. Sie sind fast CO2-neutral. Sie haben ja, wisst ihr, Holz, das ist gewachsen im CO2 aus der Luft. Aber dann müssen Sie das Holz in Pellets umwandeln. Dann müssen Sie das Holz zu Ihnen nach Hause bringen und dann müssen Sie das Holz dort dann wieder entsorgen. Das braucht also ein bisschen graue Energie, haben Sie. Das ist eine grundsätzlich gute Idee, aber das Potenzial ist beschränkt. Oder das Potenzial von Biomasse zur Umwandlung in thermische oder motorische Zwecke in der Schweiz kann man sehr gut abschätzen. Das reicht bei weitem nicht für den Ersatz von den fossilen Energieträgern, die wir heute verbrauchen. Herr Bartu, Sie haben noch eine. Ja, ich hätte eine Frage betreffend die Politik. Es war eine Vorgabe der 2000-Watt-Gesellschaft. Wie würde die aussehen? Ich habe das noch nie vorstellen können, was das bedeuten würde, 2000 Watt. Was muss man sich darunter vorstellen? Also die Frage ist, was muss man sich unter einer 2000-Watt-Gesellschaft vorstellen? Eine der Forderungen von bestimmten Wissenschaftlern und. Ich kenne die Geschichte relativ gut. Also, es war Dieter Imboden und Olaf Kübel, die auf diese Idee kamen mit der 2000-Watt-Gesellschaft. Das entstand in einer Bahnfahrt, haben sie mir mal gestanden. Also, ich sage jetzt nicht. Anyway, 2000-Watt-Gesellschaft ist ganz einfach. Das ist diese Gesellschaft hier. Oh, wo bist du? Er will nicht kommen. Also 1910 bis 1940, das ist die 2000-Watt-Gesellschaft. Das sind Ideologie. Werfen Sie diesen Leuten vor, Nein, die haben das gut gemeint. Aha. Die haben das sehr gut gemeint. Ich meine, sie wollten eine Vision entwickeln, wo man sich orientieren kann. Ja. Nein, die 2000-Watt-Gesellschaft war keine gute Idee. Später hat die ETH das dann auch revidiert, dieses Konzept, und hat es dann zu einer zuerst war es eine Eintonne, dann haben wir gesehen, das wird auch wahnsinnig viel. Jetzt sagt man sollte eine Zweitonnen-Gesellschaft sein. Es ist ja grundsätzlich ist es unwichtig, wie viel Energie wir verbrauchen. Umwandeln von nicht. Also, ja, von einem, sondern wenn man jetzt das Klimaproblem anschaut, ist es vor allem wichtig, dass das CO2-neutral ist. Und Energie ist gutes Leben. Wir brauchen Energie. Aber wir müssen sie so erzeugen, die Nutzenergie, dass sie eben keinen CO2-Schaden macht, wenn wir die Klimaprobleme haben. Es gibt noch andere Probleme. Es darf keine Umweltverschmutzung geben, dort, wo diese Energie gewonnen wird. Oder es darf keine sozialen Probleme geben, dass man irgendwie Kinderarbeit ein. Es gibt ganz viele Dimensionen, die man hier betrachten muss. Aber wenn wir uns jetzt auf das Klima anschauen, ist es egal, ob ich 10 Kilowatt eine 10-Kilowatt-Gesellschaft habe. Wenn diese 10 Kilowatt sauber erzeugt werden, dann ist es gut. Dann ist es schön, dass wir diese zur Verfügung haben. Sie haben in Ihren Ausführungen gesagt, braucht es eine Katastrophe, damit die Leute kapieren, wirklich auch handlungsbewusst. Ich glaube, die Leute kapieren es, aber daraus Politik oder Handlung zu generieren, das ist noch nicht gefragt. Muss es eine Katastrophe geben. Wir haben hier jetzt gesehen in Corona, wie plötzlich vieles akzeptiert wurde, was man vor einem Jahr nicht im Traum hätte sich vorstellen können. Wenn ich denke, Permafrost schmilzt, nicht nur in Sibirien, sondern auch in den Alpen, da fallen irgendwelche Steinbrocken runter, da auf Dörfer, auf Hotels und so, muss es so weit kommen, bis die Politik handlungsfähig wird? Also das überschreitet meinen Kompetenzhorizont, lieber Herr van Gent. Also ich bin kein Psychologe, ich bin kein Soziologe. Ob es eine globale Krise braucht, weiß ich nicht. Zu Ihrem Beispiel von den Steinen, die runterfallen, da kommen wir in den Sinn. Es gibt eine Schweizer Firma, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die baut so Auffangnetze. Mhm. Ja, die machen gute Geschäfte dann damit. Also das sind Probleme, die sind ernst zu nehmen. Es ist nicht lustig, wenn ein Bergsturz auf ein Hotel fällt. Sind sie gefördert?
Herr Fischer? Ein bisschen, nicht, oder? Ein klein wenig. Ein klein wenig, ist nicht lustig, das muss man ernst nehmen, aber dafür gibt es Maßnahmen. Mhm. Dann sichert man diese Behänge, dann macht man entsprechende Auffanggeräte. Übrigens, ein Problem, was wir immer wieder sehen, dass ja die Schäden zunehmen mit Umwelt, also Hurricanes und solche Sachen, oder mit Überschwemmung, hat damit auch zu tun. Und ich muss darauf bestehen. Ich finde das unehrlich, wenn man diese Diskussion nicht führt. Mhm. Hat damit zu tun, dass wir immer 4 Millionen Menschen haben auf der Welt haben und diese Menschen in Gebiete gehen, wo man eigentlich nicht wohnen sollte. Man weiß, dass dort überschwemmt wird. Aber man muss dorthin gehen, weil man keinen anderen Platz hat. Und dann muss man sich halt nicht wundern, wenn das nachher überschwemmt wird. Na gut, in Holland hat es auch nur Wasser gegeben. Und man wohnt dennoch mit 18 Millionen mittlerweile. Ihr habt also Deiche gebaut, sehen Sie? Ja, also ein Kollege von mir hat gesagt, du musst in Zementaktien investieren, Lina. Das ist die Zukunft. Die braucht viel Energie. Sehr viel Energie. Zementherstellung ist einer der größten CO2-Treiber bei der OES. Mhm. Gut. Weitere Fragen noch, Herr Bartou? Und nachher... Entschuldigung, nein, nein. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass eigentlich unsere ganzen Smartphones und unser Internetkonsum mehr CO2 produziert als die ganze Fluggesellschaft zusammen, die ganze Flugindustrie zusammen. Ein Ausweg heißt, wäre 5G. Wie sehen Sie das? Das ist eine Frage, die nur am Rande damit zu tun hat. Aber also die CO2-Emissionen, sagt der Fragesteller, der IT-Branche, sei mittlerweile höher als die Emissionen des Flugverkehrs. Wäre 5G, wäre das eine Alternative? Also zweite Frage zuerst, 5G, Handy, neue Generation der Antennen und Empfängergeräte ist grundsätzlich energiesparsamer. Das verstehen die Leute oftmals nicht. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist höher, aber die Strahlen werden genauer gelenkt und darum muss man weniger Energie einsetzen, um eben diese Felder zu erzeugen. Aber es ist ein Detail, ganz, ganz kleines Detail. Ihre Frage ist vielleicht grundsätzlicher, die ganze Internetgeschichte, die ganze Elektronifizierung, die hat einen massiven Einfluss. Ich habe mal wirklich ganz perverse Zahl gehört. Sie wissen, was Bitcoin ist, oder? Diese Bitcoins müssen ja gemeint werden. Da müssen Rechner irgendwelche Algorithmen abspulen, damit da gibt es ganze Farmen. Und die gehen dorthin, wo die Stromkosten billig sind. Island und so zum Beispiel. Und ich habe mal gelesen, Bitcoin, die Mining von Bitcoin brauche mehr Strom als Irland. Das ist der Staat Irland. Oder? Also, das sind Perversitäten. Oder? Wir in der Schweiz kümmern uns dann darum, wie können wir ein bisschen unsere Fenster ein bisschen ökologischer gestalten. Und irgendwo auf der Welt futieren sich die Leute deswegen eben völlig darum und machen dann extrem. Also ja, es ist ganz wichtig, dass wir eine globale, ganzheitliche Sicht auf alle Bereiche des menschlichen Tuns anwenden und dann schauen, wo sind die größten Verbraucher oder die größten Emittenten und wo können wir mit am wenigsten Mittel am meisten CO2-Ausstoß reduzieren. Das ist genau mein Punkt. Wir haben nicht unbegrenzte Mittel und jetzt müssen wir die möglichst sinnvoll einsetzen. Frau Strehl. Windräder auf dem Thurgauer Seerücken sinnvoll oder nicht? Das kommt darauf an, ob Sie da im schönen Eigental wohnen oder irgendwo in Bottighofen. Ich nehme an, die zwei. Ja, dann würde ich meinen, finden Sie es nicht so sinnvoll. Aber die im Eigental finden das total gut, oder? Nein, Windräder, erstmal ist das Potenzial wird massiv überschätzt in der Schweiz. Das erste, oder? Das habe ich euch gezeigt, diese zuerst rote und dann eine ziemlich helle Kurve. Zweitens, Windräder sind gut, wenn man sie nicht im eigenen Garten hat. Not in my backyard, ist doch die ganz klare. Die sind schon belastend. Meine Frau findet sie wunderhübsch, ich finde sie potthässlich, wenn ich da irgendeine Landschaft reinfahre und dann sehe ich diese riesen Dinger da. Aber es ist wieder Geschmacksfrage. Und die Leute, die dort leben, finde ich, haben ein Recht darüber zu entscheiden, ob man in ihrer Nähe ein Windrad baut oder nicht. Und das ist diese Haltung. Wir müssen das Klima alles kutzakut müssen wir retten und dann verschandeln wir dafür die Landschaft. Es ist ein Abwägen. Es gibt nicht nur extreme Lösungen. Mhm. Und ich verstehe all die Leute in Deutschland. In Deutschland sieht man das. Ja, viele dieser Projekte sind blockiert, weil einfach die Leute rekurrieren. Ich verstehe sie. Sorry. Also ich hätte auch keine Freude, wenn da auf dem Schweizerberg in Uster, wo wir wohnen, 200 Meter von uns weg ein Windrad stehen würde. Aber Ihre Frau schon? Meine Frau schon, ja. Ja, aber es geht auch um den Nutzen. Also es ist ja relativ sehr wenig an Windkraft da für viel Geld. Also
Das ist so, ja. Es gibt auch, also wo es wirklich sinnvoll ist, ist Offshore, weg von der Küste, in windreichen Gebieten, eben Nordsee, dort hat man ja das, baut man sehr viele Anlagen, die sind relativ teuer. Mhm. Weitere Fragen aus der Runde? Ja. Ich wollte wissen, was Sie halten von diesem Kernkraftprojekt, die Bill Gates und seine Stiftung entwickelt haben mit Luftkühlung und depletes Uranium aus. Ist das etwas? Also was halten Sie davon von, jetzt weiß ich, na, ich übersetze nur die für zu Hause, aber ich verstehe die Frage nicht so richtig. Ich kenne das System aber, nicht. Sagen Sie doch mal dann hier ins Mikrofon, dann verstehen die das zu Hause nicht. Ja, Bill Gates scheinbar hat einen Projekt entwickelt für einen Kernkraft, also Generator, der luftgekühlt ist, also hat scheinbar ein Problem mit der Sicherheit nicht so hoch. Weil es keine Pumpen und Wasser braucht um die Kühlung und es verbraucht als Energiequelle dieses depleted Uranium, die schon vorhanden ist. Also das scheinbar ist das Abfall von den eigentlichen Kernstaben, die man heute macht für Bomben und Kernenergie. Aufpassen. Aufpassen. Der letzte Satz war ganz gefährlich. Kernbrennstäbe und waffenfähiges Uranium sind zwei völlig verschiedene Sachen. Also die Anreicherung bei waffenfähigem Uranium ist sehr, sehr, sehr hoch. In Kernbrennstäben ist das, die können nicht explodieren. Ne? Da kann ich Sie ganz beruhigen. Also wirklich ein Atomkraftwerk, und ich sage es bewusst, Atomkraftwerk ist keine Atombombe. Das ist ganz andere physikalische Zusammenhänge. Ich weiß, was Ihre Frage ist. Ich kenne das Projekt selber nicht persönlich. Ich kenne ähnliche Projekte, das sind dann kleine Reaktoren, luftgekühlt, eben nicht wassergekühlt, mit Thorium zum Beispiel, einem weniger schwierig zu handhabenden Brennstoff, oder eben mit depleted Uranium. Es gibt ganz, ganz viele Ideen, und Bill Gates, finde ich, ist einer der klügsten Köpfe im Moment. Oder? Er investiert dort, wo wirklich die Menschheitsprobleme drängen. Darf ich Sie daran erinnern, dass der einzige dieser High-Tech-Big-Guys war Bill Gates, der vor vielen Jahren gesagt hat, Pandemie ist einer der größten Risiken der Welt. Und er hat massiv investiert in das, oder? Das wird und er investiert auch massiv in neue Energieverarbeitung. Ich kann Ihnen dazu keine fundierte technische Antwort geben. Die generelle Antwort ist, ja, wir müssen forschen an alternativen Ideen. Denkverbote sind verboten. Gut. Wenn keine Frage mehr sind, habe ich noch eine Frage, aber nicht an Sie, Herr Gutzeller, weil es ist Ihre Frage, die Sie uns gestern in kleiner Runde gestellt haben. Und ich möchte diese Frage Ihnen weitergeben. Stammt also von Herrn Gutzeller. Er wird selber sagen, ob er eine Antwort hat oder nicht, aber zuerst geht die Frage an Sie. Die Natur lässt sich nicht, die Natur ist egal, was wir machen, aber wieso ist es der Natur, diese geniale Schöpfung, nie gelungen, das Rad zu erfinden? Es gibt keine Tiere mit Rädern. Bitte sehr. Es gibt die Rädertiere. Bitte? Es gibt Rädertiere. Rädertier? Ja, die Einzeller, oder? Die sehen einfach aus wie Räder, ja. Aber sie haben keine Radfunktion. Sie rotieren. Sie machen ja damit eine Trennung zwischen Mensch und Natur. Aber eigentlich ist der Mensch auch eine Kreation der Natur. Ja, aber wir haben auch keine Räder. Aha, Sie meinen. Wir laufen und fallen runter und manchmal sind die Beine und die Knochen sind sehr unpraktisch. Okay. Also ich stelle das immer wieder fest, wenn man auf Berge hinaufsteigen muss. Das ist sehr schmerzhaft für einen Holländer. Mit dem Rad? Mit dem Rad, mit zwei Rädern, genau. Deshalb, wir sind auf dem Rad aufgewachsen, aber es ist nicht eine natürliche Infektion. Ist doch eine lustige Frage, oder? Ja, Sie stellen damit einfach, dass der Mensch intelligenter ist als nein. Die nein, 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 nein. Ja, also, Räder machen ja erst Sinn, wenn man Straßen hat, oder? Also ich meine, über die Berge da mit einem Rad, ohne Straße. Ja, aber in der Savanne wäre das also nicht schlecht. Und die Ameisen machen auch Straßen. Also es braucht keine Straße für Räder. Die Räder müssen nur richtig konzipiert sein. Sie brauchen sie gar nicht. Teilweise rollen sie doch die Beute, irgendwelche Nüsse. Also sie brauchen sie nicht, sagt er.
Aber ich glaube, wenn man sieht, sie haben gelenkt, oder? Die Rotation, das ist eine ganz schwierige Sache, ja. das zu handhaben, oder? Von der Natur her. Also diese Rotationen, die sind geschwenkt. Schmerzhaft. Also ich zähle den Menschen zur Natur. Ja, das ist so. Das ist nicht die Frage gestellt. Nicht wahr, Herr Kutzeller? Diese Frage der Erfindung des Rades auch ein natürliches. Okay. Aber es ist der Mensch in seiner kognitiven Fähigkeit, welche das Rad erfunden hat, und nicht unsere biologische, die Evolution. Also man hätte die Frage so stellen müssen: Wieso hat die Evolution nicht das Rad erfunden? Mhm. Und die Evolution ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument. Also was geschaffen wurde mit den lebenden Wesen ist, kein Mensch könnte das. Also ich habe den tiefsten Respekt, nicht, dass Sie uns falsch verstehen, von der Natur. Die Leistungsfähigkeit von Biologie ist enorm, viel höher als die allerklügsten Menschen und die allerschnellsten Computer. Aber sie haben die Natur, die Evolution hat keine Räder entwickelt. Das ist, was mich schon immer fasziniert hat. Also, sagen Sie, Ihre Theorie. Ich habe jetzt eine Antwort Ihnen gestern Abend gegeben und heute Nacht habe ich nicht alles nur geschlafen, da ist noch eine zweite Antwort in den Sinn gekommen. Die erste Antwort ist, wenn Sie eben ein Rad braucht, eine Achse und ein Lager, oder? Und das können Sie nicht dichten. Dieses Gelenk hier, das hat Haut drumherum und das kann das abdichten und kann verhindern, dass Bakterien, Infektionen reinkommen. Und wenn Sie ein Rad hätten, wäre das unmöglich. Irgendwo hätten Sie immer dann etwas, wo etwas reingehen könnte. Und dann würde das, alle, die ein künstliches Gelenk haben, die wissen, was ein Problem das gibt, nicht? Weil wenn da ein bisschen eine Verunreinigung drin ist. Und heute Nacht ist noch eine zweite Antwort draufgekommen. Wir kriegen keinen Blutkreislauf von dem festen in den rotierenden Teil hinüber. Oder wir können also den rotierenden Teil nicht versorgen. Das müsste dann irgendein Knorpel, ein Knochen sein, der aber dann nicht mehr wachsen kann, weil er wird ja nicht versorgt und so weiter. Also ganz triviale. Keine Induktion. Ja, genau. Elektrische Induktion wäre, wenn die Energie rüberkommt, aber die Stoffe nicht. Also. Ja, jetzt der Mediziner. Ein Rad so in Bewegung zu setzen. Also die Frage ist, dass zu Fuß oder mit Muskeln kommen sie überall hin, aber mit dem Rad über Steine und Sträucher, da kommt es ja nicht vorwärts. Also Herr Zollikofer sagt, man kommt mit dem Rad nicht überall hin, hingegen mit den Muskeln und eben den Knochen kommt man schon überall hin. Gerade er, der ein begeisterter Velofahrer ist, ja, genau. Das ist dann doch schon. Ja, Herr Kutzeller, meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, das war sehr anregend. Ich glaube, Sie haben bei mir eine Illusion zerstört und einige andere Hoffnungen wieder aufgebaut. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Sehr gern geschehen.